Während es überall darum geht, den Euro zu retten, wird man in Laichingen kreativ. Die Stadt prägt einfach ihre eigene Währung. Laichinger Elbler heißt die Münze, die bald in Geschäften in und um Laichingen als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Auch im Beauty-Salon von Ursula Mangold. Die Münze ist gedacht als Geschenk, dass man also statt Papiergutschein einfach was anderes in der Hand hat. Es wird an 44 Stellen verkauft und auch wieder angenommen in Laichingen und Umgebung. Der Elbler kommt in die Geschenkpackung rein und jeder, der sich so einen Elbler holt oder kauft, kriegt den Flyer mit, in dem das auch der Beschenkte weiß, wo er überall kann. Viel Geld und viel Zeit ist in die Entwicklung der Laichinger Währung geflossen. Die Wirtschaftsvereinigung hat so einige Euros zu Elblern gemacht, bevor das Projekt stand. Nun soll die Münze gemeindeweit die Vielfalt der Geschenkideen vergrößern. Gegenwert der Münze 5 Euro. Bisher hat vielleicht die Oma oder der Opa dem Enkelkind 50 oder 100 Euro in die Hand gedrückt zum Geburtstag. Damit ist man nach Ulm gefahren und hat dort eingekauft. Wenn er jetzt die Oma oder der Opa dem Enkel dann einen Elbler gibt, dann kann das nur in Laichingen einlösen und dann bleibt die Kaufkraft in Laichingen. Das ist ganz einfach. Die Motive, das ist der Original Elbler, der Elbler Hut, die Tracht, die in Laichingen eben vor Jahren, Jahrzehnten getragen wurde von den Bauern, von den Landwirten. Offiziell vorgestellt wird der Elbler am verkaufsoffenen Sonntag, den 30. September.